Hallo, hier ist Michele Meschko. Nicht alle wissen das. Am 28. November 1967 haben Wissenschaftler in Großbritannien mysteriöse Signale aus dem Weltall detektiert. Diese Signale waren periodisch, ungefähr so, als ob jemand aus dem Weltall an die Tür unserer Erde zu klopfen versuchte. Waren das Aliens? Das finden wir heute heraus. Bleibt dran. Die Person, die 1967 diese geheimnisvollen Signale entdeckte, war Jocelyn Bell, damals Doktorandin an der Cambridge Universität. Mitte der 60er Jahre hat sich Jocelyn der Gruppe von Tony Hewish angeschlossen und hat angefangen, ein riesiges Radioteleskop aufzubauen. Das heißt ein Teleskop, das Radiowellen messen kann. Wir sind alle daran gewöhnt, dass Sterne und Galaxien sichtbares Licht ausstrahlen, das heißt das Licht, das wir mit bloßen Augen sehen können. Es gibt aber im Universum viele andere Objekte, die auch andere elektromagnetische Wellen ausstrahlen. Mikrowellen, Röntgenstrahlung, sogar Gammastrahlung. Damals wollte Jocelyn, wenn ich mich nicht irre, die elektromagnetische Strahlung von Quasare detektieren. Ungefähr so sah dieses Teleskop aus. Es gab tausende Pfosten oder Masten, auf denen wortwörtlich hunderte Kilometer Draht und Kabel befestigt wurden. Das Teleskop war ungefähr so groß wie 57 Tennisplätze. Sie haben das Ganze zu fünft gebaut. Und dann im Laufe ihrer Doktorarbeit bediente Jocelyn dieses Gerät. Sie trug also die Verantwortung dafür, den Himmel jeden Tag zu scannen, Radiowellen zu messen, alle Daten zu analysieren, was damals nicht so einfach war. Damals wurden die Daten mit Hilfe eines Analogschreibers aufgezeichnet, der ungefähr 30 Meter Papier pro Tag mit Daten füllte. Und das hatte Jocelyn jeden Tag per Hand zu analysieren. Und eine Nacht hat sie mysteriöse Pulse auf dem Papier gesehen, die sehr regelmäßig waren. Sie waren um ungefähr eine Sekunde voneinander getrennt. Und das war wirklich unerwartet und schockierend. Sie zeigte diese Ergebnisse ihrem Doktorvater, Tony Hewish, und er konnte einfach nicht daran glauben. Er sagte, es muss eine menschliche Quelle geben. Irgendwie nimmst du irdische Radiowellen auf oder sowas. Er war extrem skeptisch. Schritt für Schritt haben sie aber alle möglichen menschlichen Quellen beseitigt. Sie haben festgestellt, dass die Quelle ist irgendwo in unserer Galaxie, aber ziemlich fern von unserem Sonnensystem. Die Signale waren aber so periodisch, so genau wie eine kosmische Uhr. Könnte es doch sein, dass diese Signale künstlich geschaffen waren, aber nicht von Menschen, sondern von irgendwelchen außerirdischen Zivilisationen. Und jetzt stell dir vor, du bist Doktorandin oder Doktorand, du arbeitest ruhig an deiner Dissertation, du hast vor, sie in ein paar Jahren zu verteidigen und jetzt entdeckst du zufällig die kleinen grünen außerirdischen Männchen irgendwo im Universum. Einerseits sind Aliens ziemlich cool, andererseits musst du deine Doktorarbeit irgendwie verteidigen. Es gibt hier auch moralische Aspekte. Wie kündigt man so ein Resultat an? Auf einer Konferenz, als ein Vortrag, als ein Artikel? Oder schreibt man das einfach in der Doktorarbeit? Zusammenfassung, Einleitung, Methoden, Aliens, Schlussfolgerung, Literatur. Ist es vielleicht verantwortungslos und man muss mit solchen Resultaten sehr vorsichtig umgehen und vielleicht sie bis bessere Zeiten schubladisieren. Ein neues Wort vor kurzem gelernt. In diesem Falle bekommst du aber keinen Doktortitel und das Leben ohne Doktortitel ist im deutschsprachigen Raum wirklich nicht empfehlenswert. Gott sei Dank hat alles mit Jocelyns Doktorarbeit geklappt, da sie sehr bald die zweite Quelle entdeckt hat, die sehr ähnliche Signale in die Richtung Erde ausstrahlte. Das war natürlich nicht sehr wahrscheinlich, dass es zwei außerirdische Zivilisationen gleichzeitig gab, die sehr ähnliche Signale an uns geschickt haben. Das, was Jocelyn entdeckt hat, waren die Pulsare, pulsierende Radioquellen. Pulsare sind sehr kleine, die sogenannten kompakten Sterne. Sie sind ungefähr 10 Kilometer groß im Vergleich zur Sonne, deren Radius ungefähr 700.000 Kilometer beträgt. Die meisten Pulsare sind die sogenannten Neutronensterne. Das sind extrem kleine und extrem dichte Objekte, die aus Neutronen bestehen. Neutronensterne sind quasi der Endpunkt
der Sternevolution. Sie entstehen durch Supernova-Explosionen der massiven Sterne. Und wenn ich sage, dass Neutronensterne oder Pulsare extrem dicht und kompakt sind, muss man das richtig verstehen. Was meinen wir normalerweise, wenn wir sagen, die eine Substanz ist etwas dichter als die andere Substanz? Zum Beispiel, Wasser ist dichter als Luft, aber Eisen ist dichter als Wasser. Die Luft hat eine Dichte von 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Luft wiegt also nicht so wenig. In jedem Kubikmeter gibt es 1 Kilogramm davon. Wasser ist ungefähr 1000 Mal schwerer. Ein Kubikmeter Wasser wiegt ungefähr 1 Tonne. Und Eisen ist noch 8-mal schwerer. Und das ist wie viel ein Kubikmeter von einem Neutronenstern wiegt. 10 hoch 17 Kilogramm, also 1 gefolgt von 17 Nullen. Man kann auch sagen, dass eine Streichholzschachtel voller dieses Materials ungefähr 3 Milliarden Tonnen wiegen würde. Das ist ungefähr so dicht wie ein Atomkern. Man kann auch sagen, dass ein Neutronenstern oder ein Pulsar einem riesigen 10 Kilometer großen Atomkern ähnelt. Wie unsere Erde drehen sich Pulsare um sich herum und auch wie unsere Erde erzeugen sie magnetisches Feld. Woher genau dieses magnetische Feld kommt, ist, glaube ich, nicht zu 100% klar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sogar für die Erde gibt es noch ein paar Fragen, wie ihr magnetisches Feld entstanden ist. Auf jeden Fall sind die magnetische Achse und die Rotationsachse im Falle der Erde ungefähr parallel zueinander angeordnet. Für Pulsare aber nicht. Die magnetische Achse weicht von der Rotationsachse ab. Kurz gesagt, das ist der Grund, warum die Pulsare pulsieren. Das funktioniert ungefähr wie ein Leuchtturm. Stell dir vor, ich bin ein Pulsar und du bist die Erde und detektierst meine Signale. Ein Pulsar strahlt elektromagnetische Wellen aus entlang seiner magnetischen Achse. Warum, versuche ich später zu erklären. Wenn ich die Strahlung entlang der Rotationsachse schicke, detektierst du entweder nichts oder ein gleichbleibendes Signal. Wenn ich aber meine Signale in eine andere Richtung schicke, die von der Rotationsachse abweicht, detektierst du periodische Pulse. Genau wie bei den Pulsaren. Wie genau diese Strahlung entsteht, scheint auch nicht genau zu 100% verstanden zu sein. Die Haupthypothese ist, das elektromagnetische Feld, das Pulsare erzeugen, nimmt die geladenen Teilchen mit, die es überall gibt, und beschleunigt diese Teilchen fast bis Lichtgeschwindigkeit. Und wir wissen, dass beschleunigte geladene Teilchen elektromagnetische Wellen ausstrahlen. Das heißt Synchrotronstrahlung. Und diese Synchrotronstrahlung ist das, was wir beobachten. Und das will ich auch betonen. Nicht alles oder fast nichts in Physik kann eigentlich einfach erklärt werden, wie dir viele Thumbnails auf YouTube versprechen. Wenn man die ersten Fragen beantwortet, kommen die neuen Fragen auf und das hört nie auf. Und das ist genau das, was Wissenschaft als Tätigkeit so spannend macht. Jetzt bilden die Wissenschaftlerinnen, die Pulsare studieren, ihre eigene Community. Es gibt viele Fragen. Es gibt Pulsare, die kleine Planeten haben, die sich um Pulsare drehen. Es gibt Pulsare, die keine Radiowellen ausstrahlen, sondern Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung. Man versteht noch nicht ganz genau, wie Neutronensterne oder Pulsare funktionieren, was da drin steckt. Um das zu verstehen, kooperieren die Astrophysiker mit Kernphysiker und sogar mit Festkörperphysiker, die sich mit stark korrelierten Quantensystemen beschäftigen. Sehr spannend. Pulsare haben aber schon viele praktische Anwendungen. Pulsare sind quasi kosmische Uhren, die sehr genau ticken. Es gibt Pulsare, die sich extrem schnell drehen. Ungefähr 700 Mal pro Sekunde. Das ist natürlich kaum vorstellbar, dass eine 20 Kilometer große Kugel sich 700 Mal pro Sekunde drehen könnte. Wie ich aber schon erwähnt habe, sind Pulsare so dicht und so schwer, dass nachdem sie in Bewegung gesetzt werden, bleiben sie einfach in Bewegung. Und die Periode dieser Bewegung ist so gleichbleibend, dass es auch Pulsaruhren gibt. Sie sind nicht nur viel besser als die Sonnenuhren, sondern waren sie in den 80er Jahren viel besser als die besten irdischen Uhren. Deswegen kommen Pulsare auch sehr gelegen für die Zeitnahme bei verschiedenen astronomischen Beobachtungen. Unter anderem waren Pulsare auch bei der Entdeckung von Gravitationswellen hilfreich. Und zwar, man könnte verschiedene Pulsare oder verschiedene kosmische Uhren miteinander vergleichen und den Effekt von Gravitationswellen aufs Ticken dieser Uhren feststellen.
Die Entdeckung von Pulsaren, die Jocelyn Bell 1967 gemacht hat, zählt vielleicht zu den größten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Die Entdeckungen, für die man sehr kurz danach einen Nobelpreis ausgehändigt bekommt. Jocelyn hat aber den Preis nicht bekommen. Ihr Doktorvater, Tony Hewish, schon. Statt des Nobelpreises hat sie aber sehr viele gute Fragen von Journalisten bekommen. Ob sie größer oder kleiner ist als Her Royal Highness Princess Margaret. Oder wie viele Freunde, das heißt Boyfriends, hat sie gehabt. Warum lächelst du nicht, Schatze? Du hast eine Entdeckung gemacht, sagten ihr die Journalisten. Hätte sie stattdessen einen Nobelpreis bekommen sollen, entscheiden sie selbst. Bis zum nächsten Mal. Mission impossible, any obstacle, anybody said they're gonna stop you, dude. Shoot the bull with an actual wall, so no. No problem. Still feel lost down here, torn down here. Pain is blood, there's scars down here. Got pie in the sky, but we scarf down here.